Willkommen. Nein, ich will nicht kämmen. Es liegt genau richtig. Ein Kamm würde alles nur zerstören. Willkommen zu Shadow of the Tomb Raider. Bei Knall durchgenommen, wir spielen das Spiel komplett durch. Wir fühlen Lara Croft mal so richtig auf die Nieren und auf die Zähne. Wie heißt das? Nein. Da gibt es ein anderes Sprichwort. Ich lenke schnell ab. Ich habe diesen Stuhl auf den Zahn. Ich habe den Stuhl. Ich wollte auch ablenken. Ich habe den Stuhl. Nein, mach ruhig nochmal Vollbild. Ich habe den Stuhl gekoppelt ans Pad. Das ist fantastisch. Habe ich gerade eben ausprobiert. Achtung. Bzzzt. 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 Ist krass, ne? Ich bin Elektriker. Das ist meine Berufung. Lara Crofts Berufung ist eigentlich Archäologin, aber sie hat halt mehr Bock auf körperliche Ertüchtigung. Jonah! Wir suchen Jonah, unser Buddy, in der Friendzone, in der ewigen Friendzone. Oh, schnell den Frosch lecken. Komm, leck den Frosch für mehr Abwehrkraft. Also schon, gibt es einen Fotomodus in Tomb Raider? Sie gucken sich beide an. Sie wussten, es würde geschehen. Er war sehr attraktiv mit seinen blauen Quasseln. Die Quasseln auf seinem blauen, schuppigen Körper faszinierten sie. Doch sie hatte keine Zeit für Lieberei. Energie brauchte sie. Und dann kletterte sie auf Bäume, denn sie dachte, was der Affe kann, das kann ich aber erst recht. Ich bin schließlich Archäologin, ich habe studiert. Hallo Chat, sage ich mal an dieser Stelle. Shit, die Kletteraxt, ich dachte, ich habe die schon. Also ich habe auf jeden Fall schon was Ähnliches, aber scheinbar keine richtige passende Axt. Der Chat vermutet, dass jetzt die richtig schweren Rätsel kommen. Bisher war es ein bisschen, ja, ich will nicht sagen meh, weil es war schon okay. Aber es war nicht herausfordernd. Und ich bin eigentlich auch ganz zufrieden damit. Ich spiele gerne Spiele, die einfach sich so mehr oder weniger durchspielen von alleine. Da stehe ich dazu. Kann man ruhig auch mögen. Verkauft sich ja nicht umsonst ganz gut. So, die Forschertasche oder mit dem Messer in irgendwas reinwemsen. Natürlich irgendwas. Was ist das überhaupt? Kannst du nicht einfach irgendein Kadaver. Ja gut, okay, die Haut. War wohl ein Wolf, ein Wolfsloch. Aha. Ja, jetzt habe ich hier. Das ist ein Bildschirm, den ich mir noch gar nicht so häufig angesehen habe. Können wir einmal vielleicht so durchseppen. Da hat sie die Fotografien, denn sie ist oldschool. Sie benutzt noch, sie entwickelt noch selbst. Also analoge Fotografie. Hat sie kurz vorher noch Zeit gehabt, bevor sie die Apokalypse ausgelöst hat, noch ein Foto zu machen? Man sieht es tatsächlich auch in der Cutscene. Also es ist schon lustig. Ja, das hier ist einer der Bösewichte, falls ihr die ersten Folgen verpasst habt. Ihr habt jetzt nicht alles verpasst. Das ist unser Buddy. Und viel haben wir nicht gemacht. Wir haben die Maya-Apokalypse ausgelöst. Sie war aber relativ lokal beschränkt, scheinbar nur auf ein kleines Dörfchen voller Menschen. Die haben alle kein Instagram. Die haben keine Follower. Die waren voll unwichtig. Aber trotzdem sagt sich Lara Croft, okay, ich muss irgendwie was tun. Frage ich mich eh, will sie das ungeschehen machen? Wie? Ich meine, Zeitreisen ist dann halt nun mal dann doch ein bisschen was anderes als Maya-Prophezeiung. Gucken wir mal. Vielleicht will sie auch nur sicher gehen, dass die Apokalypse auf das kleine Dörfchen beschränkt bleibt. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Auch wenn sie mir, und damit schon so ein bisschen kleine Kritik verpackt, wenn sie mir ein bisschen noch zu banal ist, die Geschichte an sich und vor allen Dingen, wie die Charaktere miteinander reden. Vielleicht bin ich da ein bisschen verwöhnt. Hase. Oh, ein Hase. Voll abgelenkt. Der Frosch und der Hase, die haben doch zusammen irgendwas, das ist doch eine Liaison. Da ist auf jeden Fall was im Busch. So. Hier ist Kram, den gucken wir uns an. Und kriegen dafür eine glühende 1. Und das war's. Fähigkeitspunkte werden wir nachher verteilen, wenn wir wieder ein bisschen mehr haben.
Okay, ich könnte also wohl hier auf diesen Bär, auf diesen Berg, auf diesen Baum kraxeln. Ich glaube, ich kann das. Dann könnte ich mich theoretisch auch da weiter schwingen. Vielleicht da oben glänzt ja auch was. Seht ihr das unter dem Ast? Aber man kann hier sicher noch mehr erforschen, bevor wir uns auf die Seite begeben. Hier ist ja natürlich auch immer wieder was zum Abkrapschen. Hier ein bisschen Knack. Das ist so ein richtiges hungererzeugendes Geräusch. Irgendwie kriege ich da direkt Hunger auf eine Nuss oder so. Vielleicht habe ich auch einfach nur Hunger. Bei ihm reicht schon alles. Ja. Ich glaube, hier war ich ja auch schon. Ich nehme an, ich war hier schon. Ja, dann luchst ein Lurch. Nee, es ist eine Kakerlake. Guckt sie da jetzt auch runter? Das finde ich ja schon irgendwie faszinierend und schön gemacht, oder? Diese Details, dass sie dieser Kakerlake, dieser riesigen Kakerlake und sich selbst auch denkt, Mann, das ist aber eine große Kakerlake. Da möchte ich lieber mal nicht drauf treten. Das kriegst du nie wieder aus den Rillen raus. Finde ich interessant. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das früher noch nicht so war. Also, nein. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, das wäre es gewesen. Ich habe noch nicht ganz kapiert, wo man sich festkrallen kann und wo nicht. Also natürlich hier sieht man das, aber diese Bäume, die sehen doch nun wirklich kletterbar aus, oder? Aber ich habe das Gefühl, wenn ich da dran springe, gehen nur die Äste. Genau, das ist das, was ich sagen will. Bin ich, glaube ich, falsch? Alter, was ist das für ein Geräusch? Dann, Moment. Hinter jedem Wasserfall wartet ein Schatz. Nee, leider dann doch nicht. Obwohl, ich finde, es ist ein Meme, was man pflegen sollte, so wie den Wilhelmschrei. Ist vielleicht manchmal ein bisschen nervig, aber man sollte es trotzdem tun. Ja, hier brauche ich auch die Kletteraxt. Gut zu wissen. Habe ich die vielleicht? Simon ist blind. Das heißt, ich bin wohl irgendwo an der Axt. Da ist sie ja, da ist was. Vorbeigelaufen, das könnte sein. Ja, irgendwas ist da auf jeden Fall. Oh, shit. So, aha, okay, das hat mir... Ja, ein bisschen Krimskrams gegeben, aber leider keine Kletteraxt. Kurz eine Sache, weil ich das, normalerweise will ich ja nicht immer spielfremde Themen behandeln in einem Let's Play, aber weil gerade gefragt wird, Nier Automata ist nicht weg, wir machen das. Ich hab's schon einmal erklärt, ich erklär's gerne noch einmal. Ich würde gerne das mit entweder Nils oder mit Budi spielen. Von mir aus können die beiden das auch spielen, aber eigentlich hätte ich Bock, das mit jeweils einem von beiden zu spielen und dann so ein bisschen zu philosophieren. Nils ist jetzt aber erstmal nicht da. Vielleicht machen wir es mit Budi. Es ist alles so in der Schwebe, aber es wird passieren. So, jetzt aber genug davon, das will nämlich keiner wissen. Nehme ich jetzt mal an von den Leuten, die gerade hier zugucken. Ja. Irgendwie war es das noch nicht jetzt. Hier links kann ich hoch. Hier waren wir schon, da kamen wir her. Habe ich hier vielleicht noch was übersehen? Ihr könnt ja gerne mal was schreiben, falls ich was übersehen habe. Ich nehme den Tipp an der Stelle gerne an. Ansonsten kraxel ich hier einfach ein bisschen rum, weil es ist ja nun mal so. Ah, man findet eben durch die Erforschung immer was. Jonah, bist du da? Weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit.
Ich habe nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Boah, ist das widerlich. Der hat voll den Wurm, ey. Was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Alter, der hat voll den Wurm in der Hand. Töte ihn, verbrenne ihn sofort. Verstoße ihn aus deiner Gemeinschaft. Weißt, was du tust? Lösche ihn bei eBay. Lara, sei doch nicht dumm. Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Ja, furchtbar. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Ist das nicht die Armkette von ihm? Verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Exakt, Chat. Einmal Gaffer drüber. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Und alles ist wieder fein. Feini, feini Gaffer. Ja. Sollten sie einfach in Krankenhäusern benutzen, dann wäre das alles viel günstiger mit den Versicherungen und so. Einfach Gaffer für alles. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte herausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Wir kommen hier durch. Gibst du mir mal? Ja. Siehst du das? Das muss Kuvak Jako sein. Wir müssen da runter. Das ist schon richtig toll. Man fühlt sich sehr entdeckeresk, weil das alles so noch so unberührt ist. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Ja, das ist wirklich eine ungeile Perspektive. Oh, und das so kurz nach dem Wurm. Fast geschafft, das sagst du ständig. Oh, hab dich! Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das... Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Okay, Gegengewicht. Das Wasser ist bestimmt trinkbar. Physik. Willst du es probieren?
Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Jetzt geht's. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Ja, ihr seht schon, ich muss also erst die einzelnen Vokabeln lernen und dann kann ich anfangen. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Naja, also, du kannst auch durchaus zwischen den Teilen ein bisschen was lernen. Bist noch nicht zu alt dafür. Jetzt auch nicht so, als ob das unmöglich ist, was über die Wildnis zu lernen. Guckst du, kannst du auf YouTube machen. Kannst du daheim von der Couch aus, kannst du es machen. Aha, okay, Gegengewicht, Wasser wahrscheinlich dann und damit ist... Okay, lassen wir es los. Langsam. Ach nee, ich hätte jetzt gedacht, dass da Wasser ist, aber... Lassen wir es los, ja. Okay, nach hinten geht nicht. Nach vorne. Ach so, loslassen meinst du. Oder? Was macht er denn da? Du hast doch gesagt, loslassen. Nochmal? Na, ich denke, man muss hier erstmal eine Wasserleitung bauen. Ich denke, wir sind hier noch gar nicht an dem Punkt, dass das was bringt. Ah, das ist eine interessante Frage. Schalten Sie mich einmal auf Vollbild. Hallo Simon. Wann geht es denn mit Gregor und Spiele mit Bart weiter? Gab's ja schon lange nicht mehr, das stimmt. Das stimmt. Da hast du eine richtige Frage gestellt. Vielleicht unter Umständen hätte ich eine Antwort für dich. Doch ich darf leider nichts darüber sagen. Ob ich eventuell heute Morgen schon mit ihm etwas aufgenommen habe? Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Ein anderes Mal reden wir vielleicht nochmal darüber. Hinfort mit euch. Hui. Belästigt mich nicht mit euren Fragen. Nein, es ist nicht Toonstruck. Was könnte es sonst sein? Es ist sehr kurz. Und ich kannte es vorher nicht. Und auch Gregor kannte es nicht. Und wir sind immer noch nicht durch. Und es ist scheiße. Es ist furchtbar scheiße. Es geht nicht um Beef, Elias. Es geht doch um Beef. Elias, nein, geh aufs Klo. Ich wollte dich nicht, das ist immer unangenehm, ne? Die Leute immer vor die Kamera zu holen. Komm einmal kurz in den Green. Achtung, nur den Kopf. Da, wir haben heute nur Köpfe. Hallo Elias. Das neue Tomb Raider. Oh, und wie lange schon gespielt? Drei Stunden, aber ich spiele ja sehr langsam, also anderthalb. Ist sehr schön. Ist wirklich. Ja, ist nice, ne? Der nächste Schritt ist, sich irgendwas Grünes schnappen und als Kopf hier rumrennen. Okay. Viel Spaß. Das ist sehr begeisternd. Ich sage, es macht wirklich Spaß, mit dem Green rumzuspielen. So, das ist ja nicht nur was für Florentin und Lars. Na, da können auch wir alten Hasen noch was lernen. Ups. Jetzt gucke ich erstmal, was eigentlich da passiert. Wenn ich da... Ich meine, ja, wie ich gesagt habe, ich denke, da muss Wasser oder eine Murmel oder so. Irgendein Gewicht, was dann da reinfällt in den Korb und hier diesen Prozess in Gang setzt, der am Ende die Brücke nach oben zieht. Na, Sherlock Simon hat das mal schnell deduziert. Kann ich mich hier festhalten? Auch das gilt es herauszufinden? Nein. Sonst wäre ich jetzt schon tot. Oh, Sekunde. Aha. Ein Schlangenzirkel. Ich bin eine von ihnen. Hallo Schwestern. Wie geht das euch? Ja, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Es sieht aber offensichtlich aus wie ein wichtiger... Also, ich meine, das ist ganz klar irgendwas Relevantes, aber es steht halt so einfach in der Ecke darum. So, ich habe vergessen, was ich vorhin machen wollte. Genau, immer noch mal vielleicht mit ihm hier an den Regler ran. Auch wenn ich weiß, dass das so jetzt nichts bringt. Aber noch mal gucken, was passiert, wenn wir das... Na, mach. Zack. Auch mal schauen, ob ich vielleicht was machen kann, während wir hier... Na,
Es ist wirklich so, wie ich meine, oder? Denke ich. Dass irgendwas muss eben diesen Weg dann so rüberrollen. Kann man von der anderen Seite vielleicht? Ups. Nee, geht nur von der Seite. Fast 100? Nein, jetzt habe ich 100. Aber das sind nur die Artefakte. Ich dachte gerade, ich kann jetzt vielleicht die Runensteine besser lesen, aber... Doch, tatsächlich. Ja, okay. Vielleicht sollte ich das vorher mal machen. Ich nehme an, dass ich dann ein bisschen mehr weiß. Vielleicht habe ich auch einfach nur jetzt gerade was übersehen. Vielleicht kommt auch gleich noch was hier unten vielleicht. Könnte gut sein. Natürlich. Ja, aber das war ja klar, dass das nicht funktioniert. Das brauche ich wahrscheinlich dann erst später. Das mit den Steinen hier ist eigentlich eine gute Frage. Könnte ich das nicht durchtrennen? Kann ich das nicht? Von hier unten? Irgendwas, ich meine, die Maschine muss damit ja, aber wahrscheinlich muss das so bleiben. Ich hätte als allererstes das mal probiert und für immer den Weg verschlossen. So, Simon, bitte. Danke. Jetzt lesen wir erstmal den Monolithen. Wenn man nicht weiter weiß, das beschreibt etwas in ein Buch schauen. Zwei Schlangen bewachen Leben und Tod. Ich liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Liege zusammen in dem ewigen Kampf. Oh, ich habe nicht zugehört. Entschuldigung, kannst du es nochmal erzählen? Nee? Scheiße, ich habe wirklich nicht zugehört. Ich habe in den Chat geguckt. Das kann passieren. Der Dschungel, die Nebenmission, die Artefakte. Da haben wir dann jetzt wahrscheinlich... Das nicht, ne? Das ist es nicht. Logbuch beschreiben. Ist das Logbuch unseres Flugzeugs. Miguel hatte sich nur... Okay. Das ist hier noch die Nummer. Könnte das nicht irgendwas damit zu August. Tun haben? Wir finden heute Nacht keinen Schlaf. Der Dschungel ist aufgebracht und auch der Mond... Okay, ist nichts, was mir weiterhelfen könnte. Habe ich schnell mal eben durchgelesen. Beschreibung eines Monsters hilft mir auch nicht. Exodus. Die Würdigen sollen der roten Göttin geopfert werden. Der Göttin des abnehmenden Mondes und des zunehmenden Mondes. Der Großmutter aller. Ihr, die Leben nimmt und Leben schenkt. Das erklärt sich von selbst, das brauche ich euch nicht nochmal. Da, also, das kriegt ihr das auch jetzt ohne meine Hilfe Gott hin. Kan. Er war der Sohn des Sonnengottes Inti und der Mondgöttin Pachamama. Aha. Kan kontrollierte Wind und Regen, obwohl er einigen Legenden zufolge nur für das von Süden kommende Wetter verantwortlich war. Während von Norden kommendes Wetter in die Zuständigkeit seines Bruders Pachacamac fiel. Ah, okay. Schön, dass man hier ein bisschen die Organisationsstruktur der Maya-Götter auch sieht. Nachvollziehen kann, wer da, damit man auch weiß. Der Canopa dient als Gefäß für Opfergaben wie. Okay. Alltag der Inka, Fotos, Pfad der Sterne, das ist dann wahrscheinlich hier so. Ist es das hier? Nein. So, ich guck mal in den Chat. Unter zwei Hebeln musst du suchen. Ich schau mal weiter. Also, ich gehe mal hier weiter durch meinen Überlebensguide. Und hier ist der Dschungel. Jetzt zoome ich mal ein bisschen raus. Ich habe schon vom Chat natürlich erfahren im Vorfeld, dass es hier relativ große Rätsel gibt und es das erste große, richtige Rätsel ist. Also, man soll hier auch eine Weile rumrätseln. Das finde ich eigentlich cool. Das hatten wir länger nicht mehr. Die Tombs in den letzten waren ja eher recht. Da brauche ich auch die recht. Klein, aber da brauche ich natürlich wieder die Axt. Die habe ich ja nicht, das wissen wir ja. Das ist ja so Metroidvania-Style, dass hier eine Menge Sachen sind. Das sind die Verstecke, was ist das nochmal? Ah, okay. Ja, also wir haben ja schon am Anfang gesehen, dass es bestimmte abgeschnittene Bereiche gibt, in die wir nicht rein können. Da will ich hin. Das muss doch möglich sein. Warum ist eigentlich hier Überlebensversteck? Warum habe ich das noch gar nicht entdeckt? Schlange suchen und würgen. Ich bin mir teilweise nicht sicher, ob die Tipps alle, ob die wirklich solide sind, die hier. Oder ob das versteckte Aufforderungen zur Unanie sind.
sind Böslinge in dem Areal. Nein, dieses Areal ist böslingfrei. Da war ich nämlich vorhin, als der Ilias kam. Und dann bin ich ohne was zu tun einfach wieder runter. Und das war der Grund. Das war der fucking Grund. Ilias! Damn you! Und deine wunderschönen Haare! Und deine braune Kokoshaut, du süßer Boy. Ha, man kann ihm nicht böse sein. Zählt Internat auch? So. Keine Ahnung. Zählt es? Es zählt. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Das ist ja Hammer. Zack, zack, zack. Oh, shit. Da hätte ich schnell schießen müssen, ne? Und dann hier hin. Ja, okay. Na, nein! Du sollst... Hä? Es ist doch eben nochmal hochgegangen. Genau das wollte ich jetzt. Ah, jetzt ist das los. Ach, okay. Ich muss es unten machen. Kann man ja nicht wissen. Oh, die Werbung kommt schon hier langsam mit großen konsumorientierten Schritten. Aber ich muss das vorher noch machen. Die Menschen wollen die Lösung dieses Rätsels haben. Sie wollen die haben. Versteht ihr das denn nicht in der Regie? Das muss jetzt passieren. Da kannst du nicht einfach mittendrin aufschalten und Werbung einblenden. Da machst du dich komplett unglaubwürdig. Siehst du, so. Zack. Okay, bumm. Jonah, kannst loslassen. Loslassen. Das war's. Werbung jetzt für euch. Und die Brücke geht hoch. Bis gleich. Tschüss. Zurück bei Shadow of the Tomb Raider und hier. Nein, so ist richtig. Hinter mir. Verborgen, im Verborgenen. Ich werde gleich kleiner. Keine Sorge. Nein, das war zu früh. Nein, jetzt okay. Jetzt bin ich wieder. Das ist sie. Die Lara Croft, die ich gerade eben fotografiert habe. Ich habe einen kurzen Moment mit ihr genutzt und meine Fotoskills direkt. Also ich finde, das captured sie. Die Essenz Lara Croft, dieses leicht behämmerte, bekiffte, warum bin ich schon wieder in ein dummes Flugzeug gestiegen, ohne Waffen, an mich getaped, mit Gaffer. Warum, frage ich mich. Und ich kann es dir auch nicht sagen, weil ich find's auch blöd. Jetzt kann man hier, Moment, in dem Fotomodus ganz viele Sachen noch machen. Das ist jetzt, wie gesagt, dieser etwas Amsterdam-Modus. Man kann aber auch die, und das ist jetzt lustig, das habe ich eben erst erfahren, man kann aber auch die Gesichtsanimationen verändern. Und zwar so. Das ist neutral, so schauen Frauen neutral. Das könnt ihr vielleicht, wenn ihr Frauen ansprecht und danach die Reaktion checken wollt, ob die auf euch gut abfahren, ne? Da könnt ihr jetzt vergleichen. Also, so ist neutral. Das ist, wenn da noch was geht. Das ist, nachdem was gegangen ist. Das ist, ja, eigentlich, wenn häufiger was gehen wird noch. Und das ist die Realität bei euch. Und das ist die Realität bei mir. Und das ist die Realität bei Eddie. Und das ist die Realität. Ich habe keine Ahnung, die Wut verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Es ist super gut. Es ist ein tolles Spiel. Ja, ich möchte den Fotomodus beenden, aber vorher möchte ich noch unbedingt das jetzt hier gerne dem Wettbewerb anmelden. Wie kann ich das für den Wettbewerb anmelden? Das ist doch ein Siegerfoto. Katscheng. Ich kann es richtig sehen. Hören wir mal auf, ne? Damit. Ich will ihn beenden. Ah, so, sie ist verzweifelt, denn sie muss jetzt wieder hochlaufen. Dabei ist sie doch gerade erst runtergelaufen. Na, kann man da einfach rüber. Oder immer noch nicht? Doch. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir.
ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Halten Sie L1 und drücken Sie dann Dreieck. Aha. Pflanzen. Mhm. Wo führt es hin? Dem Dorf. Ich will zurück in die Zivilisation. Zu einem Busch voller Cookies und leckeren Chips. Und da vorne ist noch Soda. Der Soda-Baum. Nein, wir haben stattdessen eine Leiche. Die sind anders als die in Mexiko. Das, den Hasen auch noch. Geht nicht? Den Hasen kann ich nicht schlachten. Nein, es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder? Keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Ich Endlich. Bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem nachdem Ein Durchgang. Vielversprechend. Gut, dass Jonah... Jonah, red mir mal nicht in meine Gedanken. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Ja, jetzt wird's hart. Ich muss mir das erstmal alles angucken. Ich habe mir noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht, was ich bei Upgrades und ähnlichem ungern nehme. Ist alles, was etwas verbessert, wo das Minimum schon reicht. Also es gibt nirgendwo hier, nehme ich mal an, ein Level, wo meine Luft nicht reicht. Gehe ich einfach davon aus. Vielleicht gibt es irgendwo einen Gang, der so lang ist, dass ich nur mit dem Upgrade hinkomme, aber irgendwie glaube ich das nicht. Und deswegen mache ich sowas immer erst am Ende. Sowas, was direkt ins Spiel Einfluss erhält, wie jetzt hier Schlag der Schlange. Führen Sie lautlos Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Das können wir noch mal machen. Glaube ich. Meine Fortschritte fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Schnelle Reaktionskraft bei Fallen und im Kampf mit Feinden. Könnte vieles sein. Alles Fuchs ist reduziert, erlittenen Schaden. Na gut, ich falle nie. Dadurch. Oh ja, die Zeit des genauen Zielens. Da hatte ich schon meine Probleme mit, weil irgendwann Lara loslässt. Weil es natürlich anspannend ist, die Seele zu spannen. Also nicht für einen Mann. Ein Mann könnte das, naja, ich sag mal so 20, 30 Jahre lang. Eine Frau ist danach 2 Minuten, ist die, weil die halt einfach gar keine Muskeln haben. Das wird alles nur durch Knochen und Make-up zusammengehalten hier. Hahaha, Lara Croft, meine Damen und Herren. Die könnte das Ding halten, die braucht gar keinen Bogen. Die wirft den Pfeil einfach durch das Tier. Rückwärts, einmal um die Welt, durch das Tier. So, Kopftreffer. Die will ich haben. Ich habe nicht genug Punkte, leider. Da habe ich noch was. Habe ich das jetzt bekommen? Ja, okay. Habe ich eben durch die Story bekommen. Ja, jemand schreibt, ihm fehlt das Gesundheitssystem von Metal Gear Solid 3. Würde natürlich gut passen. Finde ich auch, ja. Aber ich finde, sie geben sich schon Mühe, das irgendwie möglichst in alle Richtungen offen zu halten und was zu bieten. Warum kann ich das hier nicht nehmen? Reichen nicht aus. Ach so, deswegen ist es wahrscheinlich auch rot. Das hier aber kann ich nehmen, oder? Ja. Das geht jetzt dann nicht mehr. Ja, so funktioniert das Ressourcensystem. Habe ich nicht vielleicht sogar noch was für die anderen Dinge? Ja, übrigens, weil jemand mir es auch immer wieder im Chat gesagt hat. Wir haben diese Axt, Bergsteiger-Axt, weil darüber gesprochen wurde. Warum ich die jetzt aber vorhin da nicht benutzen konnte, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich sie zwischendurch bekommen. Ich habe was gefunden. Das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer.
Ja, jemand sagt, ich will nicht immer drauf, ich sag's zum letzten Mal, aber die Dialoge sind echt ein bisschen banal. Ich würde mir mal ein bisschen mehr Esprit, glaube ich, ist das Wort, was mir fehlt. Ein bisschen mehr Witz, ein bisschen mehr Charme, ein bisschen mehr Menschlichkeit in den ganzen Kram. Das ist alles so banales 0815 Gebrabbel. Lara setzt Schwafeli ein. It's very effective. Das denke ich mir die ganze Zeit bei diesen Dialogen immer. Da ist man heute einfach mehr gewohnt. Mal ein Witz oder mal eine zynische Sache oder mal irgendwas. Aber ihr seid ja einfach zwei Leute, die dasselbe sagen. Und die eine weiß ein bisschen mehr. Und was mache ich hier? Da komme ich irgendwie hoch. Okay, muss ich voll klettern. Und da kann man wieder nicht klettern, auch wenn es so aussieht. Dann vielleicht hier hochkommen irgendwie. Kurz mal eine Sache, die der Chat schon lange sich wünscht. Und zwar soll ich irgendwelche Klamotten zeigen. Das wollten schon andere, aber wenn ihr das wünscht, sagt mir einfach mal, wie man hier die Klamotten wechseln kann. Mir hat nämlich zum Beispiel auch Tim heute bei der Aufnahme für Game 2, was wir heute schon alles gemacht haben, ne? Eventuell eine Reihe fortgesetzt, über die ich nicht reden darf, dann noch Game 2 aufgenommen und jetzt noch das. Und dazwischen war noch ein Meeting. Also, Game 2. Da waren wir. Da meinte Tim, ich soll mal die alte Tomb Raider 2, den alten Tomb Raider 2 Skin, also diesen alten Polygon-Skin, auswählen. Und ich habe ihn vorhin gesucht, habe ihn aber noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es vielleicht im Hauptmenü geht, am Lager. Ihr sagt am Lager? Ja, dann werde ich das gleich mal probieren. Dann gehe ich doch noch mal ins Lager. Wenn ich eh gucken muss, wie ich da hochkomme. Kann natürlich gut sein, dass es hier gar nicht zum Lager geht. Was war hier nochmal? Ja, ist egal, wenn wir jetzt hier durchlaufen, stimmt, da waren wir jetzt schon mal, aber ist nicht schlimm. Gucken wir uns auch gleich nochmal die anderen Areale an, für die ich meine Axt haben musste. Wurzeln und Ruinen. Gehen wir dann jetzt weiter? Ja, los. So. Geh hier. Es geht gar nicht hier. Kann man das vielleicht dann erst rechts machen, sobald man neue Klamotten bekommt? Das kann natürlich sein, dass sobald ich hier im Hub bin, der ja kurz vor mir liegt, der Maya-Hub, dass ich dann da... Jetzt habe ich nur leider... kurz nochmal gucken. Ich will jetzt natürlich ungern nochmal da durchgehen, aber hier habe ich natürlich jetzt schon was verpasst. Das ist mir auch bewusst. Ein wichtiges Relikt. Und Kram. Oder? Ja, dann machen wir das halt nochmal. Tut mir leid. Müssen wir nochmal reingehen. Kein Dungeon kann unentdeckt bleiben. Bei Tomb Raider. Sonst hieß es ja... Wie hieß es dann? Was ist das Gegenteil von einem Tomb? Das werden wir nie erfahren. Die Übersetzung ist verloren gegangen. Alter, das ist aber auch... Der würde normalen Menschen nicht durchgehen. Was da an Gekräuse und irgendwelchen Insekten sich ansiedelt, während man sich da durchschabt. Da wirst du selbst zum Wurm. Ah, wenn du wieder rauskommst, bist du jemand anders. Okay. Jetzt gucken wir uns mal lang. Geht's hier rechts hoch? Ich muss hochkommen. Hier ist das Komische. Da waren wir eben schon durch. Links geht's. Hier ist doch irgendwas, oder? Ich kann das kaum erkennen. Ja, da ist ein Durchgang, den wir aber nicht, wo wir nicht durchkommen. Dann ist es auch kein Durchgang. Hier. Jawohl. So sieht's aus. Ah!
Ja, das ist interessant, weil ich will natürlich... Ich könnte hier runter, aber eigentlich will ich hier hoch. Aber wenn ich jetzt nach oben drücke, dann... Wenn ich schräg gucke... Nee. Ich komme da irgendwie nicht hin. Naja. Vielleicht ist es auch nichts. Warte mal, war da auch wieder... Da ist eine Falle, die habe ich schon gerade gesehen. Und ist, kann man da auch lang springen? Da runter irgendwie? Ich will immer in die Wege, die so ein bisschen abseits sind. Das ist immer mein erster Antrieb. Was total dumm ist, weil man dann gerne auch mal Sachen verpasst, die einfach mitten auf dem Weg liegen. Mhm. Da. Oh, das reicht wohl nicht, ne? Dann muss ich nochmal hoch. Ja. Weiter geht nicht runter. Doch. Siehst du, ein bisschen kannst du noch. Mädel, hab dich doch nicht so. Also, ist das jetzt das längste Seil oder gab es kein Seil mehr? Oder warum ist das so? Das ist ja, da kannst du auch gar kein Seil mitbringen. Das ist nun wirklich den Meter. Da hältst du dir auch. Das ist doch kacke. So kein Seil. Warum? Ah, okay. Ja, wusste ich doch. L1 muss man drücken. Ich habe irgendwie gedacht, das muss doch auch anders gehen. Ah, okay. Ja. Der Simon wieder spielt wieder wie ein 11 Monate altes Kind. Mit nur einer Hand. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Forscher hatten es scheinbar nie wirklich leicht. Immer landen sie als Pfeilfutter über ihre Vorräte gebeugt. Der hat aber auch, also der hat wirklich alles abbekommen. Ne? Da haben sie gesagt, komm, schieß ihm nahe, zur Sicherheit nochmal in die linke Wade und in den Arsch. Da hat er durchs Herz nicht gereicht. Das Essen ist aber immer noch gut. Ja, warum nicht, ne? Hier so jahrhundertealte Walfetzen essen. Jahrhundertealtes Walfett. Okay, hier kann ich nichts machen, außer mir alles angucken. Hier kann ich nicht lang. Das könnte natürlich auch schon die Sackgasse sein und man bekommt hier eventuell gar nicht viel mehr. Doch da, das sieht so aus, als wäre da was, oder? Ja. Kann man das da dran schießen? Moment, habe ich den Bogen jetzt nicht dabei? Doch. Oh, keine Pfeile. Da guckt sie auch ganz verzweifelt. Könnte das wichtig sein oder nicht? Nee, sieht eigentlich eher aus wie einer von diesen... religiösen Kronleuchter-Schmuckdingern, die sie da immer hängen haben. Ja, ich glaube fast viel mehr außer dieser Erkenntnis hier. Und das ist ja eigentlich der wahre Schatz, meine lieben Menschen. Die Erkenntnisse sind alles, was wir hier mitnehmen. Ne, viel mehr hat man auch nicht an dem Ende von einem Uncharted-Teil. Wenn sie immer wieder mal das ganze Gold und Geld irgendwie in irgendeiner Explosion verlieren und man sich denkt, ihr... Geh doch einfach mal, weiß ich nicht, arbeite bei McDonald's oder finde irgendwas, wo du mal echtes Geld verdienst, Junge. Denk mal an die Rente. Ich komme hier nicht mehr weg. Soll ich hier... Okay, wenn ich jetzt... Kann ich jetzt auch mit dem Seil? Nee, hier kann ich mich leider nicht abseilen. Ich drück mal Kreis. Kreis or the bad choice.
Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Bin mir nicht sicher, ob die mir hier krampfhaft noch irgendwas aufzwängen wollen. Aber es sieht einfach nicht so aus, als ob ich hier noch irgendwas machen kann. Hier kann ich vielleicht noch hoch. Alter, kann ich hier wirklich. Ja, ich muss mehr. Das ist, ich habe den Förscherdrang nicht. Ich habe ihn im Moment nicht. Ich bin so einer, so, oh, ja, okay, da, ne. Oh, da könnte ich vielleicht irgendwo hinschießen, aber ich habe keinen Pfeil. Ach, das lasse ich auch sein. Ich habe den Forscherdrang nicht. Da muss man hingehen und sagen, kann ich da ranspringen? Da muss man auch mal sein Leben riskieren, so wie ich eben bei dem Sprung von der Klippe. Man muss es einfach mal probieren, ne? Ich probiere nicht genug. Ich bin wirklich zu faul und zu zufrieden mit meinem Leben. Ich will es nicht genug, die Apokalypse verhindern. Offensichtlich. Es tut mir leid. Es ist so, ihr seht's. Okay, eben gerade wollte ich da noch Sachen machen. Ah, die Outfits, da sind sie. Das ist ja geil. Okay, wir gehen die mal alle durch. Dunkler Engel, das ist der dritte, oder? Nee, der ist schon ein weiterer. Das war, wo sie die Tomb Raider-Perspektiven, glaube ich, schon hatten. Naja, das ist auf jeden Fall zwei. Nee, muss ja das hier der dritte sein, ja. Ich meinte die Resident Evil-Perspektiven, Entschuldigung, hier. So, Tomb Raider 2 ist natürlich super. Das ist aber eigentlich doof. Das hätte man sich dann auch sparen können. Da hätte ich dann lieber noch mal ein anderes Modell gehabt. Aber man meckert ja immer. Irgendwas ist immer. Bringt mir denn der Skin irgendwelche? Nee, es ist einfach nur ein bisschen die Optik. Dreh dich mal bitte, Lara. Alter, das ist so ein bisschen... Ich find's gerade ein bisschen komisch, dass ich hier einen Button drücke und sie mir dann ihre Kehrseite zeigt. Und das alles, ohne dass Geld den Besitzer wechselt. Ja, ich habe genug gesehen. Nein, warte. Zeig's mir nochmal. Aha. Das sind sie also. Die berühmten Schuhe von Lara Croft. Es reicht. Das ist irgendwie, fühlt sich komisch an. Wirklich. Warum nicht einfach mit dem Stick drehen? Es fühlt sich einfach nicht gut an. Komm, ich mach's mal mit einem anderen Skin, dann werdet ihr merken, was ich meine. Na, dreh dich mal rum, ne? Dreh dich mal für mich rum. Ja, na gut. Das finden wir alle gut, ne? Da habe ich die Leute bei Overwatch aufgeregt. Und hier? Naja, gut. Mir kann es egal sein. Ich nehme den Skin. Und wir haben genug gemacht. Es ist zu geil. Ich liebe es jetzt schon. Ah, geil. Okay, wo wollen wir hin? Hier jetzt in die Schluchtruinen rein. Ist da jemand? Das, also, wenn einem Mike Tyson auf die Augen haut, dann könnte man noch denken, das Tomb Raider 1. Weil es wirklich irgendwie allein durch den Skin, oder zwei eher, und diese völlig unrealistischen Proportionen. Lustig wäre auch gewesen, wenn sie nochmal ein Modell gemacht hätten mit den Proportionen, aber den normalen Skins. Aber da hätte es dann wahrscheinlich wieder einen Aufschrei gegeben. Aber ich hätte es wirklich gern gesehen, weil das, dann sieht man, glaube ich, erst richtig, wie bescheuert das eigentlich ist, dass die so groß sind. Aber ihr kennt ja sicher eh die Geschichte, wie das dazu gekommen ist. Das war ja nie nicht so von Anfang an geplant, ey, wir nehmen eine Archäologin mit dicken Tüten. So war das natürlich nicht geplant. So, was machen wir nun? Hier rechts könnte ich vielleicht hochspringen. Ja, hat sogar geklappt. Ja, ihr habt recht, das Outfit ist es ein bisschen. Es ist natürlich ein sehr ikonisches Outfit und in dieser Form vielleicht heute auch nicht mehr zeitgemäß, aber das Outfit macht natürlich viel her. Aber wenn man mal guckt, sie hat einfach nur, wie heißt das, so ein Body an, der auch als Swimsuit irgendwie dienen könnte und halt eine kurze Hose, weil es fucking heiß ist. Also ich kann es ihr nicht verübeln, dass sie da nicht jetzt im Wintermantel... Oh,
ja, statt zu reden, vielleicht einfach mal. Naja, gut, der Skin war eh nix. Das ist, damit man später wieder auf die andere Seite kommt, okay. Gold! Hör mit dem Gold! Ah! Schönes Golderz. Der Wand abgekämpft, abgerungen. Okay, ganz kurz, weil wir hier vielleicht nicht mehr hinkommen. Einmal nochmal so rumgucken. Vielleicht ist ja doch noch ein Weg. Ja, natürlich, die Blümchen weisen den Weg. Die Natur findet einen Weg. Das war toll. Das sieht schon abgefahren aus, weil man mit der eckigen Textur und dem Polygonmodell natürlich jetzt irgendwie auch abgehackte oder minimalistischere Animationen verbindet. Aber es sieht dann doch so realistisch aus, dass man das fast gar nicht mehr wahrnimmt, wie komisch diese Polygonfigur da vor mir ist. Aber es ist ein nettes Spielzeug. Also es macht schon Bock. Ich hasse diesen Ort, diesen gottverlassenen Dschungel. Er lockt dich mit einem Juwel und fegt dir die Beine weg, sobald du danach greifst. Wir haben diese bodenlose Grube bald hinter uns gelassen. Auf der anderen Seite steht irgendein Altar unter einem riesigen Steingesicht, das unsere Bemühungen zu belächeln scheint. Irgendetwas hat das Lager angegriffen. Einige der Männer behaupten, es wären Panther gewesen. Andere sprachen von etwas Unheilvollerem. Die Hälfte der Männer fordert, die Expedition abzubrechen. Ich musste mir einen der Männer zur Brust nehmen, ein Exempel an ihm statuieren. Alles, was ich brauche, ist ein weiterer Tag. Ein verfluchter Tag. Acting. Okay. Mm-hmm. Da hat sich gerade was bewegt. Nee. Shit, das hat leider nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Muss man hier vielleicht drücken? Auch nicht. Drücken oder ziehen oder schießen, das sind eigentlich die einzigen. Da war was. Ah, seht ihr? Geht doch. Ah ja, so. Okay, so. Papp, papp, fapp, 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 gehen wir über das Seil. Fapp, fapp, fapp. Okay. Sie müssen diesen Ort während der Bauarbeiten verlassen haben.
What's on the box? What's on the box? Es ist Lara. Und was sie gleich macht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, was jetzt passiert. Und das ist Werbung. Und dann hole ich mir einen Kaffee. Und dann könnt ihr gerne nochmal in den Chat gucken und eventuell gucken, ob wir den Skin nochmal wechseln sollen. Habe ich jetzt ein paar Mal gelesen. Oder ob wir irgendwas anderes machen sollen. Bisher, ja, ist ein schönes Spiel. Ich komme ganz gut durch. Wir sehen uns nach der Werbung. Und wenn ihr Tipps habt oder Ideen, dann jetzt rein in den Chat. Als gäbe es keinen Morgen. Shadow of the Tomb Raider, heute mit der neuen generalüberholten Lara Croft im Retro-Look. Ach, sie ist ein bisschen unsicher, weil ihr Nacken knackst. Sie hat da zu wenig Polygone, glaubt sie. Aber ich sag dir, Lara 1, deine Polygone sind alle genau richtig so. Und mach dir keine Sorgen, die 80er kommen wieder. Oh, ich bin auf der Kiste. Stimmt, das heißt, physikalisch korrekt beeinflusse ich natürlich. Aber ich weiß nicht, ob das irgendeine Relevanz hat. Kann ich springen? Ja, kann ich. Okay. Eigentlich will ich da hin, ne? Weil das da hinten hier, der große Affentempel, ist ja klar, da muss ich hin, weil die haben den ja nicht umsonst so schön gebaut. Aber, jetzt, theoretisch könnte er mir nicht helfen. Also mein Buddy und dann hier herkommen. Hier Jonas oder Jones oder wer auch immer der heißt, dass der hier das bewegt. Während ich auf der anderen Box stehe. Keine Ahnung, hier kann ich auch nicht lang. Okay, dann muss das wohl so sein, dass man hier drückt. Kann ich noch weiter zurück? Okay, und dann? Ah, schaffe ich's? Nein, es ist nicht zu schaffen. Aber ihr seht's. Ah, ihr seht das Ding hier, ne? Klar. Ich habe auch wieder keine Pfeile. Pfeile mit Weile. Warum habe ich die nicht? Das ist aber echt kacke. Kann ich die nicht schnell craften? Ich glaube, das geht so nicht. Ne? Das geht nur bei anderen... bei ein paar anderen Spielen, die ich kenne. Aber hier geht es, glaube ich, nicht. Auf dem Weg irgendwo hin schnell was craften. Schade. Das wäre jetzt eigentlich perfekt. Muss ich da echt zu einem Feuer? Schreibt irgendwas? Pfeile sollte man eigentlich jederzeit craften können. Ja, das habe ich irgendwie auch gedacht. Okay, hier vielleicht. Kann man hier irgendwas... Nee, ne? Wie kann ich craften? Genau so. Feuerpfeil will ich aber gar nicht. Nee, sieht gerade nicht so aus. Nee, ich glaube nicht, dass ich craften kann. So. Rechte Maustaste halten. Ja, schön. Lustig. Über den Cenote. Ja, das weiß ich doch alles schon. Egal, ich mach's erstmal wieder zurück. Das Rätsel in den in den gelösten Urzustand sozusagen. Und dann muss ich vielleicht später dann von da unten, können wir mal gucken, das so runterziehen vielleicht. Ja klar, natürlich, das könnte ich machen, ne? Ja, so macht man das. Was mit dem Seil? Wird es einfach jetzt getrennt? Ja. Seht ihr? Die gehen immer, merke ich gerade. Das ist ja auch sehr angenehm. Aber Moment. Was würde das jetzt bedeuten? Das Ding ist jetzt eben festgehalten, okay, aber wenn ich jetzt den Hebel drücke, dann reißt das Seil doch einfach nur. Das ist auf jeden Fall ein Hebel, der den Streamern sehr gefallen wird, den ganzen Chattern. Der größte Hebel, den man sich vorstellen kann. Es hat geklappt. Die Hebelwirkung hat eingesetzt. Geil. Ich hoffe, ihr habt alle den Hebel gespammt. In diesem Fall war es nur euer Verdienst. Oh, schnell mal Kaffee. Nix, hä? Nein. Das noch mitnehmen? Das ist ein Part, der das, also diese, ja, also
Das müsste alles nicht sein. Von mir aus könnten die ganzen, könnte man auch einfach nur irgendwelche, ja, irgendwelche Ecken und Kisten und so analysieren und dann Items kriegen. Es müssen jetzt nicht immer irgendwelche Metallkisten sein, die rumstehen. Das passt einfach nicht. Ich hab doch Kisten gedrückt. Ja, klar. Das kennen wir echt schon. Ah, und das passiert gerne. Ich hab doch rechtzeitig gedrückt. Ah, das war ein Fehler des Spiels. Nicht von mir. Oh, gut, dass wir das gerade so verkackt haben. Sonst hätte ich da vielleicht nochmal hingehen müssen. Ja, okay, hier haben wir jetzt aber wirklich alles gesehen. Okay, dann geht's los. Diesmal drücke ich gleich am Anfang Kasten. Reicht aber nicht. Seht ihr? Reicht nicht. Jetzt reicht's. Machte irgendwie Spaß, diesen letzten Meter nochmal zu springen. Das haben die hier neu, also vielleicht neu angebaut, vielleicht war es auch schon im letzten oder so, aber es gibt dem Ganzen irgendwie noch was Lebensechteres. Boah, ich brauche dringend mal einen Händler, ich habe so viel Shit schon wieder gefunden, das muss alles schön zu Geld gemacht werden. Diese Maya-Kochtöpfe. Na gut, okay. Sie sehen jetzt, also sie sahen so ein bisschen metallisch aus, aber jetzt im Nachhinein, okay, das sind schon sehr, sehr liebevoll gestaltete und auch durchaus in die Thematik passende Töpfe. Trotzdem blöd. Weg da, Topf. Du kannst mich nicht täuschen, Topf. Du bist nur da, damit ich Items kriege. Du hörst in diese Welt nicht. Ja. Jeder andere Mensch würde hier diese goldene Büste natürlich komplett einsammeln, verhökern, mitnehmen. Lara Croft macht nichts von alledem. Sie ist ja schon reich. Tja. Außerdem kriegst du die jetzt eh nie durch den Zoll. Ja, das hilft mir jetzt irgendwie aber auch nicht. Da lang, ja. Nein! Doch, es ging noch. Okay, ich hätte schwören können, das haut nicht mehr hin. Wenn sie den Arm so ausstreckt, ist es ja immer ein Indikator dafür, dass sie den Baum oder Ast erreichen könnte. Der Affe springt von Ast zu Ast, bis ihm ein Ast ins Arschloch passt. Ja, das war ein alter Kinderreim. Den schenke ich euch. Könnt ihr behalten. Hoffe, der ist, Tiere sind heute noch ausgeschlossen von sämtlicher Correctness. Meinte damit auch nichts, außer einen Affen. Ah, okay. Was war das mit dem Seil gerade? Warum hat das nicht geklappt? Das war's. Hakenaxt, genau. Das war's wieder, ja. Zack, ey. Aber ich hab doch gedrückt, ey. Ich hab doch gedrückt! Nochmal. Nicht genau, was hier jetzt geschehen soll. Und dann? Okay, einfach nochmal X drücken, na gut. Die Matschrutsche. Und dann, oh nee, da werde ich nicht einfach so. Das hätte euch so gepasst. Ja, scheiße. Das da hinten ist doch viel zu. Oder? Ist das nicht viel zu weit weg? Nö. Das ist mal eine interessante Frage. Sind Drogen im Spiel? Ich nehme mal, du meinst das Spiel und nicht mich. Diesem Fall, es gibt so komische, die habe ich gerade eben schon bekommen, aber wahrscheinlich habe ich die jetzt nicht mehr.
komisches Krimskrams, den du essen kannst. Und der einem dann zum Beispiel Items anzeigt oder. Man kann aber auch einfach diesen Abenteuersinn aktivieren, den ich eigentlich selten benutze, der mir aber durchaus schon hier und da weitergeholfen hätte, gehe ich mal von aus. Shit. Okay. Hier war ich ja schon mal. Haben wir also den ganzen Weg jetzt einmal gemacht. Und gehen dann einfach mal wieder zurück, würde ich sagen. Denn wir waren ja also. Das ist jetzt so eine von diesen Nebenarmen, wo man doch schon viel Zeit verbringen kann. Das finde ich sehr schön eigentlich, wenn das so sich in dieser Art durchs Spiel zieht. Weil man dann schwer sagen kann, was Teil der Hauptstory ist und welche Sackgassen sich da vielleicht irgendwo noch in den Tempeln verbirgen. Also es wirkt, finde ich, nicht so schlauchig wie noch am Anfang der Trilogie. Aber das ist ja, wäre ja auch schade. Es hat sich ja seitdem auch durchaus geöffnet. Hast du was gefunden? Noch so ein Maya-Altar und... Und was? Ein altes Lager. Verfallen. Wir sollten weitergehen. Ja. Okay, die Perspektive ist auf jeden Fall nicht... Es ist nicht deine Sonnenseite. Wie ging das Rätsel gleich nochmal? Folge dem Herbst der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Ich mache jetzt erstmal alle Einser weg. Es ist ja einfach so. Es ist nicht ohne Grund so aufgebaut. Dass es wieder zur verborgenen Stadt geht. Maya-Ruinen sind auffällig, oder? Stimmt. Wir nehmen jetzt noch mal eine... Nee, das tut mir leid, aber bei aller Liebe, das geht nicht. Das ist einfach zu scheiße. Das ist einfach diese Brille. Wie weit wird das wohl nach und diese eng gespannten... Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen, aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Irgendwann gab es hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. Oh, bevor ich weggehe, kurz noch mal gucken, was denn jetzt mit Pfeilen ist. Ich würde natürlich gerne mal ein paar Pfeile haben. Und ich habe auch noch Upgrade-Möglichkeiten. So, was gibt's denn hier? Den kann ich nicht haben, den kann ich haben. Immer schnelleres Auflegen der Pfeile. Zielgeschwindigkeit oder die Haltezeit, ja. Zielgeschwindigkeit, Feuerrate. Nö, ich glaube, ist natürlich wie immer alles gut. Ja, die beiden. Das ist schon okay. Aber ich hätte eigentlich den Schaden jetzt gerne mal ein bisschen erhöht. Was brauche ich denn dafür? 14, ja, das, was auch immer das ist, habe ich. Tierhäute bräuchte ich noch mehr. Brauche ich generell mehr. Und da kann man wie immer nichts machen. Gut, überschaubar. Die Features. Wo ist er denn gerade lang? Er ist doch hier so da lang getrottet, ne? Hier so. So ein bisschen, also eigentlich nicht fair, sich also die Fell, das, wie erkläre ich das? Aber das Fell von einem Tier, was von einem anderen Tier gerissen wurde, das kannst du dir eigentlich nicht als Trophäe nehmen, ist ja nicht deine Arbeit. Ich finde, das müsstest du eigentlich in Ruhe lassen, Lara. Ich finde, da kann man ruhig auch mal dran vorbeigehen, muss nicht alles immer mit deinem Messer angrapschen. Und letztendlich wollen da auch die Maden was haben von. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Ah, shit! Oh, Mann! Oh, shit! Ach du Scheiße! Alter! Der nagt an der Lara rum! Das ist ja furchtbar! Ja, was? Mann, Foto! Alter, da boxt die Original mit diesem schweinemäßigen Jaguar rum.
Die hätte doch eigentlich schon längst, tut mir leid, aber die hätte doch jetzt längst schon hier, die Schulter wäre komplett weg und alles. Hey! Ich dachte, du haust einfach nur ab. Ich wollte dich in Frieden ziehen lassen. Na geil. Gut, dass ich keine Pfeile hab. Jetzt bin ich aber mega sauer. Alter! Spring! Ja, genau, aber er kann natürlich hinterher, weil er hat das Kletterabzeichen, das große Kletterabzeichen. Hör auf! Scheiße, was mache ich denn jetzt? Erstmal ein bisschen Energie. Aha, okay, der ist scheinbar einfach doof, der läuft jetzt die ganze Zeit da hin und her. Das ist, wenn die Katzen die Zoomies haben und rumrennen, die Blöde. Und die Affen feuern sie auch noch an. Na toll, das habt ihr toll gemacht. Gut, offensichtlich bin ich hier verbuggt. Nein, na, oh, er hat mich gesehen. Aber er hat nicht mit mir gerechnet. Ey, ich hab eben gerade... Ja. Schön mit der Kletteraxt. Das ist ja echt frech. Oh. Nein, ich sag doch. Ich hab drei gedrückt, aber leider habe ich mit meinem fetten Daumen vorher den Kreis berührt. Wann wird endlich mal ein Pad für Leute mit dicken Wurstfingern erfunden? Das Wurstpad. Now introducing by Apple the Sausage Pad. Und dann so Leute, since I have the Sausage Pad, I can start playing and I love it. I couldn't play before because of my sausage fingers, you know? And it was really sad. Jetzt komm! Das ist an sich ein ganz schönes Arena-Duell hier. Also ich will nicht meckern, weil es macht mir Spaß. Ich bin nur leider nicht ganz so gut gerade. Liegt aber auch daran, dass ich keine Pfeile habe. Und dass es mir irgendwie auch Spaß macht, mit dem Jaguar hier zu trollen. Ey, das zum Beispiel hätte doch klappen müssen, ne? Das war doch jetzt scheiße, dass ich ihn damit nicht ein bisschen hab verletzen können. Da schleiche ich mich schon an. An eine Katze schleiche ich mich an und trotzdem sterbe ich noch. Also, jetzt machen wir mal taktisch was Sinnvolleres. Jetzt suchen wir Zeug, um Pfeile zu bauen. Ey, komm, lass mich doch kurz mich mal. Oh, hier noch was. Ey, du kannst mich schon mal ganz kurz. Habe ich irgendwas für Pfeile eingesammelt? Nein, natürlich nicht. Shit, das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Hm. Okay. Da. Nein, ich wollte hochklettern. Oh nein, voll daneben schon. Scheiße, jetzt halte ich zu lange, ne? Na toll. So halten Sie R2, um geräuschlose Pfeile herzustellen. Ah, man kann auch von hier schießen. Oh, der holt einen runter, ja. Ist halt einfach ein listiges Raubtier, eine Raubkatze. Scheiße! Jetzt vielleicht, immer noch nicht. Kann immer noch nicht, kann nicht abhauen. Er ist zu stark. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Nein! Nein.
Ein bisschen schade, dass ich den Jaguar quasi nicht anvisieren kann als Feind und ihn so ein bisschen im Visier behalten kann. Warum heilt sie sich eigentlich gerade nicht? Ich dachte, die macht das auch so ein bisschen automatisch, wenn es nötig ist. Kann ich hier das zum Beispiel selbst machen jetzt? Kann ich das von hier aus machen? Nee, kann ich natürlich nicht. Wie heile ich mich? Ah, X war's, genau, das war's. Ja. Immer noch keine, ne? So, wo finde ich denn noch was für Pfeile? Da vielleicht? Ne, das ist auch nur... Ich bin doch schon weggerollt. 2 Minuten mal kurz einmal was machen lassen hier. Das ist voll doof, der Nahkampf gegen das Tier. Also das ist echt irgendwie nicht geil. So. Habe ich jetzt etwa was für meinen... Habe ich gerade was für meinen Bogen gefunden? Nee, hab ich auch nicht. Okay. Ich hab, hier steht doch benötigt Hartholz und Federn. Hab ich die nicht? Da, dann macht sich's doch. Na endlich, Mann. Da muss das mir nur 5-mal angezeigt werden. Ja, aber es ist auch nicht so einfach, irgendwas zu lesen und zu kapieren, wenn man gleichzeitig von einem wilden Jaguar angesprungen wird die ganze Zeit. Okay. Ich bin ready und ich habe Pfeile. Ich habe kein Problem, sie zu benutzen. Offensichtlich doch. Komm nun! Ja! Ist er denn tot? Nee, natürlich noch nicht. Er ist wütend. Okay. Brauch neue Pfeile. Ey, es ist wirklich schwerer als gedacht. Läuft darum. Endlich. Hei, hei, hei. Jetzt, das ist jetzt mal ein Tier, was ich ausnehmen will. Ich hab's gerade erlegt, lass es mich doch ausnehmen. Bitte. Dieses edle Tier möchte ich mir an mein Wandzimmerchen hängen. Es gibt das Wort Wandzimmerchen nicht, ne? Wohnzimmerwand. An die Wohnzimmerhand, Wand. Okay, ich kann ihn nicht. Das ist frustrierend jetzt. Leichen darf ich ausnehmen, aber den erlegten Jaguar nicht. Hör mal auf zu schreien jetzt hier. Ich bin am Tomb Raiden. Hier kann ich auch nichts machen. Oh, wir haben es vorhin vergessen. Die beiden Schlangen mit dem Kreis, da habe ich ja was zu gelesen. Die könnte ich ja auch nochmal aufsuchen. Sollte ich dann nochmal hinkommen. Ich habe es also nicht vergessen, aber ich werde es wahrscheinlich noch vergessen. Wie auch die Farben sich verändern, ne? Man merkt's. Eigentlich war es kein Jaguar, sondern ein Leopard. Das kann sein. Das überlasse ich eurer Definition. Aber die Frage ist ja eigentlich eher, als was identifiziert der Jaguar sich selbst? Das ist ja eigentlich die viel wichtigere Frage. Das könnt ihr nicht einfach so bestimmen.
Mhm. Das ist 2019. Bald. Es war ein Jaguar, sagt der Chef von oben. Ihr habt's gehört. So ist es. Ja, Chad, ich kenne Jordan Peterson. Jeder Mensch, der sich ein bisschen für irgendwas interessiert, hat den Namen zumindest schon mal gehört. Okay, ich will da hoch, damit ich dann da hochkomme und das Vogelnest räubern kann. Denn ich hasse Vögel. Ich will nicht, dass sie sich weiter vermehren. Ja, aber ich komme nicht hin. Na gut, dann soll dieser Vogel einfach mal... Soll er mal da bleiben, wo er ist, wo der Pfeffer wächst. Ich suche weiter nach meinem Buddy, der den spektakulären Kampf interessanterweise völlig verpasst hat. Ach, ihr sagt's mir, schießt das Nest runter, ja. Das könnte klappen, ja, das ist eine gute Idee. Super, zwei Federn. Habe ich die jetzt genommen? Nö, ne? Ja, toll. Hab irgendwie nichts bekommen dadurch. Ja, das hätte ich viel früher lernen müssen, wie man Pfeile macht. Das hätte mir schon geholfen. Das ist nämlich wirklich nicht schwer. Und ich sammle ja so viele Ressourcen ein, wie ihr seht. Alles in Ordnung? Los, helf mir. Dein Rücken sieht übel aus. Vielleicht auch eine kleine Tetanus-Spritze. Ich baue für uns ein Lager auf. Jetzt nimmt sie ihn endlich aus. Boah, also ich muss schon sagen, das war eine coole Szene. Mich hat ein bisschen gestört, dass Lara Croft einfach kein Problem damit hat, dass der Jaguar an ihr rumbeißt. Man hätte sie auch anders machen können. Das muss ja nicht so sein. Finde ich ein bisschen doof. Näht sie gerade sich oder das Fell von dem... Na egal. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Ja. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen.
Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Ja, das ist natürlich schön. Auf sowas habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet. Das hat ja auch Uncharted gerade gegen Ende immer super gemacht. Und auch hier. Und auch der, ich glaube, der dritte Teil hat es zum ersten Mal gemacht. Rückblicke in die sicherlich sehr von White Female Privilege geprägte Kindheit von Lara Croft. Die aber wohlbehütet, wie man sieht, aufwächst. Und da ist noch alles in Ordnung. Und ihr Vater ist ein intelligenter, besonnener Mann, der sie mit der Antiquitätenwelt, nein, der Archäologenwelt, vielleicht auch mit der Antiquitätenwelt, sind ja eng verwandt, beide Welten, bekannt macht. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Na gut, dann machen wir das. Wo ist denn das Krähennest? Vorher werfe ich erstmal hier die Kugel um. Das hat nicht gereicht. So, wir fahren jetzt genau. Alter, die hat ein funktionierendes Schiff in ihrem Garten. Talk about zu reich für deinen Geschmack. Was, wie komme ich da hoch? Ich habe schon verstanden, aber ich komme jetzt halt nicht hoch. Kann man hier hüpfen? Nein, kann man da hüpfen? Kann man da hüpfen? Nee, kann man nirgendwo hüpfen. Ah, werfen. Immer ist alles werfen. Okay, also mit der Kugel kann man Geschicklichkeit es schaffen. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Noch eine, oder was? Liegt da eine Kugel? Ja, da liegt wirklich eine Kugel. Adlerauge Simon. Da, ich wette, die habt ihr nicht gesehen, ne? Jetzt ärgert er euch. Verdammt, was ist mit dem Simon los? Wurde er durch einen Cyborg ersetzt? Er ist zu gut mit seinem Auge. Dim, dim, dim. So, die Tochter spielt mit Gewichten im Schiff, im Garten. Mir soll's recht sein. Das machen wir aber jetzt noch nicht auf. Gucken wir gleich nach der Werbung, was in dieser Kiste ist. Und was in der großen Werbekiste ist. Ihr müsst die bezahlen, das ist halt das Doofe an der Kiste. Aber, das sehen wir jetzt.
wieder zurück. Lautstärke die plötzlich. Abenteurerin darf nicht länger zaudern. Lara, wir haben drüber gesprochen, ne? Wenn die Erwachsenen, dann können die Kleinen Fresse und so. Das ist Moderatorenangelegenheit hier. Du bist Spiel, ich bin was darüber. Ich rede über dich, nicht du über mich. Hi, wir sind immer noch im Spiel. Die junge Lara kriegt aber gleich nochmal die Leviten gelesen. Denn natürlich verprügeln wir heutzutage keine Kinder mehr. Ich weiß aber auch nicht, was ich sonst tun soll. Wahrscheinlich dir dein Taschengeld streichen. Was hab ich gerade? Das ist unfassbar, ne? Da baust du den Kindern ein Schiff in ihren fucking Park, in ihren Garten. Ein Schiff. Und die sind immer noch am Meckern und am... Naja, eigentlich nicht. Eigentlich ist sie eine sehr passable Dame und ist total cool und hat diese Kiste. Und wir machen sie jetzt auf. Der Schatz tritt zutage. Cool. Fotos. Und jetzt rutschen wir auf vielfachen Wunsch von euch die Rutsche runter. Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Ja, hier wurde es geprobt. Wir kreuzen den Weg unserer Heldin. Ob sie blutrünstig sind? Das ist schon cool. Ich mag das sehr, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das sehr, wie man ihre Fantasie hört. Ist das übrigens Lara Loft jetzt hier? Bin mir nicht ganz sicher. Die Burgtore sind gut bewacht. Unsere Heldin kann nicht den Haupteingang nehmen. O tapferer Ritter, Opfer des Königsfluchs. Verdammt zur Wache, haltet ihr andere vom verbotenen Grab fern. Ja, man merkt schon, das war schon damals ihr Traum, Synchronsprecherin zu werden. So, wir latschen weiter durch die Pampa. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwo zu Papa. Liebe Regie, euer Werbeanzeigemonitor blinkt ganz, ganz doll rot die ganze Zeit. Das ist ein wenig irritierend. Muss ich gestehen. Danke. Okay, ich will ja eigentlich rein. Ich weiß nur nicht, wo ist der Eingang? Ist das vielleicht hier? Ist das der geheime Eingang? Würde mich nicht wundern. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Oh. Nur ein weiterer Garten. Sag mal, ohne Scheiß, in dem Garten könnte ich wohnen. Ihr reichen Bonzenschweine, Blankenesen, Irokesen. Ist noch. Ich werf dir gleich mal die Scheiße hier ein. So. Antifa. Die ersten Nelken sprossen da, wo die Jungfrau Maria weinte? Ja. Ich hab nicht zugehört. So, 28 Minuten haben wir noch. Bis in diesen 28 Minuten sollten wir doch zumindest es schaffen, den Eingang zu unserer Wohnung zu finden. Ich kletter einfach jetzt hier hoch. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Das ist schon irgendwie cool gemacht. Aber jetzt auch nichts, was man nicht schon mehrfach... Die Wache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Was man nicht schon mehrfach gehabt hat. Aber es ist wirklich schön gemacht. Es ist irgendwie, ja, man lernt halt einfach auch mal ein bisschen den Menschen kennen. So ein bisschen das Kind in der Frau, was gleichzeitig auch diesen Spieltrieb und diesen Erforscherdrang erklärt. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Und ganz schön irre, oder? Wenn eure Tochter das machen würde, gibt's aber den Arsch voll. Würdest du nie wieder, würden deine Enkelkinder noch nicht sitzen können. Das ist alles, was einem noch bleibt heutzutage als Eltern. Drohung. Weiter und sucht einen Zugang. Dann wundert man sich, dass alle Kinder Pause auf Twitter werden. Oh. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Ich höre gerade nur aus der Regie irgendwas Gemurmel. Wie bitte? Ah, okay.
Ich habe noch mehr als 28 Minuten. Ich raff gar nichts mehr. Ich muss mal kurz gucken, wie lange wir denn heute haben. So, wir haben jetzt 18.48 Uhr. Das heißt, wir haben noch bis 20 Uhr. Ja, ist doch gut, ist gut, 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 gut. Aber ich muss heute noch zum hier City Hamburg Spieletreff, wo der Budi irgendeinen Vortrag hält. Da erwartet man mich. Der Laden kann nicht ohne mich loslegen. Okay, wir haben noch mehr als eine halbe. Er stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Eine verrückte Troller ist das. Ja, und... Ne? Und wer macht den Scheiß jetzt wieder daran? Hast du darüber mal nachgedacht, junge Dame? Dir kaufe ich noch mal eine Villa. Fast geschafft. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Noah. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Ja, das ist toll, oder? Sieht man noch mal ein bisschen das ganze Anwesen. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Aha, ich sehe keinen. Aber ich bin ja auch nur ein Mann. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Ja, aber halt echt. Oh, du machst mich fertig. Schon wieder eine Regenrinne. Sag mal, glaubst du, die Dinger wachsen auf Bäumen? Hast du eine Ahnung, was ich, wie oft ich zu Obi fahren musste? Die macht mich... Die betritt sie das verbotene Grab. Wow. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Oh shit, ich hab nicht aufgepasst. Weil ich halt in den Chat, ich nutze diese Möglichkeit, um auch mal in den Chat zu gucken. Und dann gucke ich wieder hoch und denke, oh nee, okay, hier ist schon zu spät, ich raff schon nichts mehr. Und dann gucke ich wieder runter in den Chat. ja. Ich gucke mir das Artefakt an. Ich krieg das auch so raus. Da sehen wir doch, da haben wir alles Notwendige, was wir wissen müssen. Die Königin in der Mitte, die zwei Typen links und rechts und die Fledermaus hinten. Ja. Es hieß 90 Grad Ost und 30 Nord. Ist das hier, soll das hier die... Ja, okay, also diese beiden sind ja wohl wichtig. Und das hier ist dann ja wohl entweder auf dieser Ebene oder auf dieser Ebene ist die... Gucken wir vielleicht nochmal nach. Ja, das kann man daraus jetzt nicht wirklich sehen. Oh nee, da steht ja 30 Grad Nord und 90 Grad Ost. 30 Grad Nord und 90 Grad Ost. Ist das denn Norden? Woher weiß ich denn jetzt, was hier Norden ist? Mein... Wie war das? Die Sonne geht im Osten aus, auf und im Westen unter oder so? Oder umgekehrt? Ist ja eigentlich egal, um den Norden festzustellen. Da ich aber überhaupt nicht weiß, wo die Sonne ist, außer oben,
hilft mir das gerade nicht. Mal gucken, was einfach passiert, wenn man hier was verschiebt. Ah, okay, es ist dieses das alte Verschieberätsel. Die hier brauche ich ja eigentlich gar nicht, oder? Die sind alle unnütz. Die sind unwichtig. Die kann ich eigentlich auch wegschieben, damit die ihn irgendwie nicht stören. Naja, ich lasse den mal hier. Werde ihn gleich noch woanders hinschieben. Was ich will, ist ja eigentlich in der Mitte die Prinzessin und rechts und links. Ah, Moment, ihr gebt mir gerade Tipps. Mittags ist sie im Süden. Osten ist da, wo Moos ist. Okay, vielen Dank. Ich dachte, ihr gebt mir Tipps. War mein Fehler, dass ich das angenommen habe. No, wir machen erstmal Platz. So. Ja, ich weiß es doch. Leute, ich hab's doch gesagt, dass sie im Osten aufgeht. Ihr braucht mir doch nicht sagen, ja Simon, das Land der aufgehenden Sonne, was könnte es wohl sein? Ich hab doch gesagt, dass es im Osten aufgeht. So. Jetzt packe ich den mal dahin. Ich weiß, das ist falsch. Das kann eigentlich nur falsch sein. Aber ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist, den Stand der Sonne in diesem Fall jetzt hier irgendwie zu verstehen. Um den Rest auslösen zu können. Ups, nee. So. Wenn da jetzt noch eine Figur wäre, die wie eine Königin aussieht. Aber die sind ja alle gleich. Keine von denen ist irgendwie besonders. Ja, schauen wir mal. Gucken wir erstmal alles an. Eine Rolle aus Byzanz. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Ja, natürlich. Nicht nur könnten. Das ist ägyptisch. Ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Okay, jemand von euch hat was Smartes gesagt. Das war ein Tipp. Wenn es mittags ist und auf deinen Schatten schaust, schaust du nach Norden. Weil, Osten, ne? Okay, also ist das hier Norden? Aber okay, dann ist das hier Norden. Dann akzeptiere ich, dass das hier Norden ist. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Rätsel jetzt schon lösen kann, aber ich will mich super, super klug fühlen und deswegen probiere ich es mal. So, kann ja sein, dass es alles nur Spekulation ist und wir weder am Mittag uns befinden, noch wir es in die richtige Richtung schieben. Aber ich finde, es ist ein Versuch wert, bevor man jetzt zum Globus geht und dann wahrscheinlich das Rätsel sich als sehr, sehr einfach entpuppt. Ja, kurz hier nochmal gucken. Harnisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Harnische waren. Die armen Pferde. Germanisch. Das ist doch schon im Namen, Lara. Kaum was gesehen. Du musst noch viel lernen. Germanisch. Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Ah ja, das sind die ganz frühen Spider-Mans. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Der einzige Mann, der dachte, dass man durch Heirat einen Krieg beenden kann. Wenn ihr wüsstet, ich würde gerne den Nachfolger zu dem Buch sehen. Also. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Der Kopf von Achso, das König war der David. Kopf. Ich dachte, das hier vom war der Schaf, Kopf. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Ja, okay. Jetzt hier ist ein wichtiges Wandgemälde, natürlich. Das
Das ist ein altes auch. Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Ja, fuck, okay. Hätte ich natürlich auch vor 5 Minuten schon einmal eine Sekunde drauf gucken können. Aber ihr wolltet es ja so. Ihr wolltet ja unbedingt, dass ich das so anrichte, wegen dieser Sache mit den Himmelsrichtungen. Was ist denn hier? Seht ihr, das geht hier noch in die Richtung. Da öffnet sich doch gleich was, oder? Ich würde sagen, da öffnet sich... Ah, Moment, was ist denn das? Ja, natürlich, da geht dann hier die güldene Treppe runter oder so. Hätte ich eigentlich als erstes versuchen sollen in der Mitte. Aber das wäre irgendwie zu einfach gewesen, ne? Aber zum Glück dauert es ja nur lange. Zurück, zurück. Ach, nee. Na, endlich. Hä? Nee, so standen die doch am Anfang. Oh. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Hey. Die weiße Königin? So eine Scheiße. Das ist der vorne. So eine Kacke. Jetzt werde ich aber langsam wütend. Das hier ist es. So eine Scheiße. Wegen der Linie hier kann man das sehen. Ach, ich werde wahnsinnig. Und keiner hat was gesagt im Chat. Ihr wusstet das nämlich auch nicht. Ja, 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 ist ja gut, Quietschemucke. Ich habe gerade es eingeschaltet, ich sehe sofort die Lösung. Also Simon, ich habe auch die Lösung gerade gesehen. Habe ich auch gesehen, wie du siehst. Nur halt falsch gesehen, falsch rum. Zettel war auf dem Kopf, was ja viele nicht wissen. Ich spiele ja auf einem Fernseher, der ist, damit es nicht so leicht für mich ist, verkehrt herum. Ist so, um mich zu nerven, weil ich zu gut war. Ich war zu imbar, haben die Leute gesagt, das nimmt dir keine ab, Simon. Und deswegen wurde ich genervt. So, der ist hier links, richtig? Nein, ich gehe nicht zum Globus. Oh. Oh. Jetzt und zurück. Wir machen das schön jetzt alle zusammen. Das ist für uns alle die dritte Schiebe. Okay. Das ist so unnötig lang. Dieses Spiel ist gerade einfach, das ganze Let's Play wurde gerade einfach um 20 Minuten länger, ohne dass irgendein relevanter Inhalt transportiert wurde. Oh, aber dafür wissen wir jetzt alle, wie dieses uralte Scheißspiel funktioniert, über das es hier gerade geht. Wow, das sieht nach einem sehr spannenden Superspiel aus. Geht immer noch nicht. Seht ihr, meine Burschen? So leicht ist es nämlich gar nicht. Was steht denn dann noch? Die anderen müssen hier irgendwo stehen. Es sieht nicht so aus, als ob... Ach doch, da, seht ihr, da ist... Naja, also ein Punkt ist da frei. Ist, also einer von den Punkten, seht ihr, ist in dem ersten Rechteck. Viereck unten links. Der sieht so aus, als wäre er irgendwie nicht da. Vielleicht, nee, das gibt alles keinen Sinn. Das ist total bescheuert. So muss es stimmen. Oder meinen die mit Sonne? Oh Gott, bitte nicht. Sag jetzt nicht, dass die Sonne wirklich die Sonnenrichtung ist. Ich werde wahnsinnig. Okay, ich gehe jetzt an den scheiß Globus. Undankbare Kacke hier. Das war ein Moment. Ich denke nach. Ich finde es raus. 60 und 90. Nee, okay, ich weiß es nicht. 30,90. Seht ihr? Zum Glück haben wir das nochmal gemacht. So, und hier links ist... Moment, was ist das? Ah, okay. Oh. Was war's nochmal? Was? Ah, geht nicht mehr. Okay, ich jetzt so rum. Und wo ist jetzt
Ich nehme an, hier in der Mitte. Oder wo ist der das Zentrum? Wo ordne ich es an? Ich nehme an, hier. Okay, kurz nochmal gucken. 30 Nord und 90 Osten. 90 Osten, oh. War das dann richtig? Bin ich verwirrt, weil hier natürlich Westen steht. Heißt dann 90, ist, muss ich das quasi umdrehen? Ist es dann 180 Westen? Aber ja, ihr sagt, das wäre richtig, dann lassen wir das so. So, und was habe ich denn jetzt gelöst? Gar nichts irgendwie gefühlt. Ah, okay, es steht auf 90E. Ah, seht ihr? Nee, es ist nämlich falsch rum. Ja. Drehen, drehen, drehen. Den ganzen Tag drehen, drehen, drehen. Stehen und drehen und dann geht plötzlich alles von allein. Geschafft! Ich drehe lieber noch ein bisschen. Okay. Mann, das war jetzt aber schwer. Da bin ich in Schwitzen gekommen. Mein Gehirn, meine ich. Ich dachte, wir hätten das jetzt schon geschafft. Haben wir das denn jetzt nicht geschafft? Okay. Dann muss es mit der Sonne irgendwie zu tun haben, oder? Nee, jetzt ist ja zu. Ohnehin ein sehr interessantes Inneres hier. Okay, kurz nochmal gucken. Was ist denn hier los? Ich habe jetzt also die beiden platziert und die Sonne ist verdeckt. Ich gucke nochmal, ob es noch 90 E ist. Weil jetzt gerade Leute fragen. Aber eigentlich, nehme ich an, hat er das jetzt auch. Oh, vielleicht doch nicht. Na gut, vielleicht ein kleines bisschen. Nein, so rum. Seht ihr? Da ist jetzt alles. Kurz, klein. Ja, jetzt, Leute, weint nicht rum. Ihr habt's doch gesehen. Ihr wart doch dabei. Ihr wart Zeuge, was passiert ist. Erzählt es euren Kindern. Warnt sie davor. Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Oh, das würde ich gerne mal gucken. Den Brief. Ich wollte Ihnen nur für Ihre Diskretion und die von Ihnen geleistete Arbeit danken. Der Aufbau des Gewölbes entspricht exakt meinen Vorgaben. Die Abschlusszahlung wird Ende der Woche bei Ihnen eingehen. Die Verzögerung war einem Buchungsfehler geschuldet, der inzwischen korrigiert wurde. Mit freundlichen Grüßen, Richard Croft. Wunderschön. Guck ich mir sehr gerne an. Ein Tyrannosaurus Rex, Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Ah. Ein. Okay, er hat gar nichts. Er ist unwichtig. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlings. Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben Sie gefunden? Könnt ihr euch alles mal aufschreiben. Es wird später abgefragt. Und es fließt alles auch in eure mündliche Note ein. Eine Ariki-Statue. Von den Cook-Inseln? Und ich will jetzt nicht... Aber die mündliche Note des Chats ist ungenügend. 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Oh, das ist so einschläfernd. Geil, ich kann was drehen. Aha.
Batman. Finally. Flügel entfalten sich. Das ist ja ganz schön geil. Der Schild reflektiert den Lichtstrahl. Da ist sie. Die Weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Ja. Eine Stammesmaske aus Afrika. Aus Gold. Ashanti vielleicht. Die Todesmaske von Agamemnon. Gefunden in Mykene. Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Tja, wie kriege ich die Figur hier hin? Indem ich, das war eigentlich ziemlich einfach. Aber, war ich denn jetzt überall oben? Ich bin einmal rumgelaufen, oder? Okay, weil ich werde jetzt, glaube ich, gleich wieder alles umschalten. Jetzt kann ich sie befreien. Ja, das weiß ich auch. Wir haben beide Augen, Lara. Du musst nicht immer so tun, als ob du als Einziger auf die Lösung kommst, Chat. Licht umtost. So. Kabums, ey. Ach nee, einen noch. Einen hinten. So. Katsching. Ein X hat noch nie eine Stelle markiert. Ah, kein, nicht mal mehr Kaffee da. So endet es immer. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die Weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Halt mal die Klappe, lass den Mann ausreden. Warum bin ich überhaupt noch zu sehen? Das mache ich doch nur noch für mich. Macht mal weg hier. Gibt mir nur Ärger. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Morgen. Also, Berg mit Silberkrone?
Ja. Ja. Das ist doch mal was Anständiges, ne? Dann dürfen Frauen auch Pelz tragen, wenn sie ihn selbst erlegt haben. Kann ich da jetzt auch? Nee, okay, das war klar. Hätte ja sein können. Man weiß es ja nicht. Ja, also eine sehr komische Zwischensequenz, die wir gerade gesehen haben. Was ist wohl heute für uns bereit? Ah, was es auch ist, wir schaffen. Also das habe ich überhaupt nicht gerafft, wie er sich, warum hat er sich umgebracht, hat sie ihn umgebracht, man hat es nicht ganz gerafft. Ich glaube, man soll es auch nicht ganz raffen, das ist dann immer so ein typischer Flashback mit ein bisschen Unsicherheit dazwischen. Was können wir noch machen? Nö. Mhm. Gibt es hier noch irgendwas mit einem? Hier. Ja. Ja, nehme ich mal. Bisschen mehr Crafting kann man immer gebrauchen. Ja, es war eine sehr komische Zwischensequenz. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Kontext die so steht. Ich weiß auch nicht genau, also ist jetzt ihre Mutter tot oder ihr Vater oder beide oder keiner? Ja. Vielleicht kommt das noch. Wer weiß es schon. Ach ja, Leute sagen auch im Chat schon, das ist ja das Ende vom zweiten Teil oder so. Und das wurde alles schon aufgeklärt. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich fand die Story von Tomb Raider nie. Wie geht's deinem Arm? Bisschen steif, aber okay. Merkenswert. So. Aber es steht den Entwicklern ja durchaus auch frei, die Geschichte komplett neu zu erfinden, denn es ist ja eine Dreier. Eine Trilogie, die hier auch abgeschlossen ist. Und ich denke schon, dass man da auch was ändern kann an der Lore. Ich warte hier auf dich. Hm. Lass dir das eine Lehre sein, in meinem Dschungel rumzulaufen. Das habe ich zum Glück noch gerade so geschafft. Und deswegen belohnen wir uns jetzt. Und was gibt es Schöneres als ein klein bisschen Werbung? Immer genau dann, wenn man kurz aufs Klo muss oder einen Kaffee braucht oder vielleicht noch schnell etwas auf dem Laptop machen muss. Wir werden gleich noch erfahren, wer den Vater umgebracht hat. Ich habe schon alles gehört. Der Butler, der Gerät, Artikel 13, den kenne ich gar nicht. Es war immer der Gärtner. Ihr könnt weiter spekulieren. Jetzt während der Werbung. Gleich. Da sind wir wieder mit Lara. Moment, ups, hier muss ich mal eine Sache noch machen. Klicke die Klick, so. Und dann sind wir auch schon wieder zurück bei Lara Crofts Tomb Raider. Oder Simon Kretschmer präsentiert Lara Crofts Tomb Raider. Oder Rocket Beans präsentiert Simon Kretschmer Let's Play Lara Crofts Shadow of the Tomb Raider. Finde ich, kann man auch machen. So, das ist irgendwas Zerfetztes. Das soll mir wohl irgendwas zeigen. Da ich aber nicht drauf achte. Ey, warum kann ich da nicht drauf springen? Hier gibt es wahrscheinlich. Ach, hier waren wir schon. Stimmt, hier waren wir, hier haben wir unser Item bekommen. Was ist denn jetzt der Plan? Wo wollten wir hin? Gucken wir mal. Keine Herausforderung. Da gibt's etwas, was man machen könnte. Aber soll ich sowas mal machen? Soll ich mal eine Herausforderung machen? Ich will eigentlich nicht. Jetzt muss ich hier die Nester suchen. Nein. Simon macht sowas nicht. Da in die Richtung, okay.
Hey. Hier links könnte man irgendwie auch durch, ne? Sieht so aus. Ich gehe lieber mal über den Stamm und guck dann, was hier ist. Ja, das ist irgendwie komisch, ne? Einfach zwei Möglichkeiten. Finde ich ganz angenehm, dass er immer so ein bisschen zeigt, wo es vielleicht weitergeht. Was können wir wohl in Kuwak-Jaku finden? Fließendes Wasser wäre schön. Mir würde im Moment schon keine Jaguare reichen. Ja, das hoffe ich irgendwie auch. War ganz schön krass. Ja. Alter. Oh, bei der Gelegenheit. Ja. Fremde Schätze kann ich hier heben. Mal gucken. Hauptsache erstmal den ganzen anderen Kram. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity. Mutter. Verdammt. Steckt fest. Das sehe ich. Was machen wir dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück, verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Aber halt die Augen offen. Ich mach schon. Oh, Entschuldigung, ich bin ja schon wieder da. So, den schnapp ich mir natürlich. Warte noch, bis er kurz seinen Statusbericht gegeben hat. Genau, und schon haben sie beide. Das ist ganz cool gemacht, wie sie so Rambo-mäßig nur mit dem Gesicht in der Mitte sich so mit dem Hintergrund verschmelzen kann. Das ist schon schön gemacht. Wird nur bisher sehr selten genutzt. Ah, okay. Das ist aber jetzt wirklich ein bisschen gut. Jetzt wissen wir, was passiert, wenn man sich nicht am schlammigen Rand entlang schleicht. Ich mach. Du machst gar nichts mehr. Niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Ey! Er braucht doch auch nicht mehr wegrennen. Okay. Ja. Ich mach schon. Ja. Hier abstellen. Es darf nicht. Lass es mich einfach nochmal probieren. Riegelt den gesamten Bereich ab. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquien? Soll ich jetzt da vielleicht um die Ecke? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Ich versuch's mal. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Sehr sneaky. Sneaky Simon springt durch die Dunkelheit. Ja, Sir. Zum Glück ist er taub. Ah, Mann, oh Gott! Oh Gott, habt ihr das gesehen? Er hat mit der Axt in den Rücken. Und ich kann mir nur vorstellen, dass sie um das Rückgrat rum und ihn da draußen so rübergezogen hat. Mein Gott, Lara, was ist denn aus dir geworden? Das ist ja, die gelüstet ist nach Blut.
von Männern. Du bist eine männermordende Amazone geworden. Du warst mal so cool. Lara, ist klar. Es ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, Warte. Die wir bisher übersehen haben. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Ich stehe nicht für dich gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Beide sofort tot. Versteck dich. Dave? Sammy? Insta-Kill. Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave? Sammy? Verflucht. Ich sehe mich lieber mal. Positiv. Dreh dich rum. Dreh dich rum. Nee, da ist gar nichts. Kurr, kurr, ich bin nur ein Vogel. Kurr, kurr, ein Taube. Okay, er hat nichts mitbekommen. Ernsthaft? Schießen! Sie greift an deinen Lauf, Alter. Und dabei hat er nicht die geringste Trigger-Disziplin bewiesen. Das kannst du dir abschminken. Weshalb er locker hätte schießen können. Weil er nämlich nicht so gehalten hat. Ach, Entschuldigung. Halt! Danke. Bist du okay? Ja, nimm das. Hoffentlich waren das die Letzten. Das war knapp. Ja. Wie kommen die hierher? Keine Ahnung. Nicht gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Mein Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren, ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Ja, hat sie dir auch erklärt, wie man springt? Scheinbar nicht. Das war's. Na nur? Moment. Ja. Kurz nochmal gucken. Warum hat sie jetzt keinen Feuerpfeil verschossen? Muss ich hier wahrscheinlich digital? Nee. Ja, aber ist doch ein Feuerpfeil. Seht ihr ja selbst. Muss ich das vielleicht noch irgendwie tränken oder so? Jetzt wird doch schon rot. Das ist komisch. Vielleicht hier? Nee, sonst. Es wird doch rot, sobald ich drauf schießen kann. Ja, okay. Wie kann ich den. Ich hab den Pfeil nicht, ne? Oh shit. Wie kann ich den Pfeil wechseln? Das ist doch der richtige, oder? Ich hab das Gefühl, ich hab den richtigen ausgewählt. Aber sie nimmt hier immer den. Kann ich vielleicht mit R2 zielen? Ja. Auch nicht. So. Ich habe mir halt die Bedienung
noch nicht ganz durchgelesen, die Steuerung. Ich weiß gerade noch nicht. Nee, ist noch nicht. Wie man hier wechselt. Okay, R1 war's. Schießen statt. Aber ihr wart genauso verwirrt. Ihr dachtet auch, der Fall muss irgendwie brennen. Eine Idee, was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles sein. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir es sehen, wissen wir es. Ja. Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Hi. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ah, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, 3. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Tja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich hab dir nur einen Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Ja, auch. Da sind wir wieder. Endlich können wir wieder ein bisschen quatschen. Endlich können wir wieder ein bisschen rumlaufen und quatschen in dem Fall. Die Cutscene war jetzt interessant, aber... Ja, ich würde jetzt gerne mal die Leute kennenlernen. Offensichtlich sind die gar nicht so weit von allem entfernt vom Schuss, wie ich gedacht habe. Stattdessen sieht es ja hier sehr zivilisiert aus. Das ist nicht der Hub, an den ich gedacht habe. Kommt vielleicht noch später. Quatschen wir dich mal voll. Geht es? Neu hier, gewöhnlich an eine Menge nichts tun. Obwohl mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Wie wär's mit einem Handel? Oh. Ah, okay. Hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Wett trinken. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte, damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Okay. Gern geschehen. So. Was macht man hier den ganzen Tag? Schweine essen. Na gut. Das ist genehmigt. Oh, das sieht so lecker aus, oder? Und der dahin kriegt eine Levite gelesen. Ich hab dir doch immer gesagt,
Du musst die Maya-Hieroglyphen lernen. Wie sollen wir denn dich sonst vermitteln können an die Maya-Uni? Offensichtlich habe ich nicht geringste Ahnung vom Sozialleben der Mayas. Aber ich glaube, das war so. Der sitzt hier einfach mal so rum. Aber wenn ich ihm vielleicht sein... Kann ich nicht, ne? Kann ich nicht schießen? Wenn ich ihm sein Bein abschieße. Sein Stuhlbein natürlich nur. Nee. Kann ich hier nicht, ne? Die Waffen kann ich hier leider nicht auswählen. Ich weiß, es klingt albern nach allem, was passiert ist, aber ich würde zu dem Geburtstag Ah ja, stimmt. Ihr habt es ja auch gerade gesagt, das sind gar keine Mayas. Denn wir sind in Peru. Peru und du ist das Buch, was ich darüber geschrieben habe, als ich in Peru war. Könnt ihr lesen, dann erfahrt ihr noch mehr über Dinge, die ich weiß. Peru und du, jetzt zu bestellen beim Kretschmer Verlag. Digital, also es läuft an. Ihr müsst mir erst das Geld schicken und dann schicke ich euch das Buch. Versprochen. Neue Gesichter sehe ich immer gern. Mm. Ein schönes Gefühl zu wissen, dass unsere Gegend hier nicht vergessen ist. Auch gut für die Kasse, wenn du dir mal ansehen würdest, was wir im Laden so alles verkaufen. Ist das dein Laden? Nee, ich glaube nicht. Du willst, dass ich in den Laden gehe. Offensichtlich haben alle dieselbe Agenda, mir ihren Laden schmackhaft machen. Vielleicht solltet ihr da halt mal ein paar Wegweiser aufstellen oder so. Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Was geht denn hier ab, bitte? Was ist denn los? Hat der Mann ihn... Es ist großartig, diese Diebe loszuwerden. Hat der Mann ihn wehgetan? Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer. Kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben. Zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Felipe Braselli, si le hace un pase! Y se tropezó! La multitud enloquece! Vaya tumulto el que se formó allá abajo! Ja, dachte gerade für einen Moment, dass der deutsche Synchronsprecher einfach mit einem, weiß ich nicht, peruanischen Akzent spricht oder so. Aber so ist das nicht. Verpiss dich, wer bist du? Suchst du Arbeit? Hast du gesagt, verpiss dich? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Aha. Ein sehr unfreundlicher Kollege. Konnte dir leider nicht helfen. Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Bist du neu hier? Dann red mal mit Abigail. Sie will alle Neuankömmlinge hier sehen. Du meinst Abby? Wir kennen uns. Sie war sehr hilfreich. Ah, so ist unsere Abigail. Immer da, um einen Generator zu reparieren oder einen Streit zu schlichten. Sie ist unsere Bürgermeisterin, inoffizielle Ladenbesitzerin, die Hälfte der Freiwilligen Feuerwehr. Und glaub mir, du willst dich nicht mit ihr prügeln. Monopol nennt man das. Ich frage mich, wie sie das alles auf die Visitenkarte kriegt. Okay, dann
Viel Glück mit allem. Nehme an, ja, hier geht's dann erstmal wieder weiter. Ich würde aber gerne noch in die Bar, sofern die da vorne irgendwo ist. Tratschen, nachdem wir so viel verloren haben. Tut mir leid. Hey, du bist nicht Mariella. Nein, ich. Tut mir leid, dass ich gestört habe. Da ist der Shop. Hallo. Lass mich raten, du sollst mich für Omar aufmischen. Von mir kriegt der Mistkerl gar nichts. Wovon redest du denn da? Was ich... Tut mir leid. Das Messer, die Waffe... Ich dachte... Na, vergiss es. Suchst du was Spezielles oder siehst du dich nur um? Was hast du denn? Was ich habe? Das hier ist Cuvaquiaco, eine der größten Ausgrabungsstätten in Südamerika. Naja, sie könnte es sein. Sie sollte es sein. Wenn die Plünderer nicht wären? Ganz genau. Omar und seinen Leuten geht's ums Geld, nicht um Geschichte. Ich verkaufe Objekte von kultureller Bedeutung. Vielleicht beschädigt, aber man kann sie restaurieren. Ich zeig dir, was ich habe. $3,000 habe ich. Kann ich was verkaufen? Schauen wir erstmal, was ich hier habe. Golderz natürlich. Alles, ganze Gold weg. Obwohl es bei dem Goldpreis eigentlich dumm ist, weil es soll steigen. Aber gut. Viel Spaß. Ja, ja, kann man nichts ändern. Man muss verkaufen, was man kann. Bündel, Federn, Medizin, Pflanzen, Jaguarhaut, das wird verkauft. Ausgezeichnete Wahl. Brauche ich eigentlich auch. Das brauchen wir irgendwie alles, ne? Das brauchen wir vielleicht, ne, doch auch. Pfeilgift, Toxin. Ja, es sind irgendwie Dinge, die man natürlich auch gebrauchen könnte, ja. Ich würde gerne, glaube ich, irgendwas Relevantes kaufen für mich. Vielleicht, nee, nicht keine Klamotten, auch kein, nee, auch kein Upgrade für die Pfeile oder so. Habe ich ja eh alles schon, kann ich mir ja auch kaufen. Ich hätte gerne eine neue Waffe eigentlich. Oder irgendwas, Munitionsbeutel, Pistolenvisier. Stärke Schaden. Die GF Rahl. Ja. Ja, so macht man Geschäfte. Wo ist denn jetzt Munition für die GF Rahl? Das müsste es dann ja sein, oder? Ausgezeichnete Wahl. Ja, so macht, du brauchst mehr, damit wir ins Geschäft kommen. Okay. Gut, jetzt habe ich aber wirklich. Wenn du willst, ich bin hier. Danke. Alles Relevante getauscht. So wie es Menschen seit Tausenden von Jahren machen. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Links ist nichts, rechts scheint auch nicht viel zu sein. Hier sitzt einer rum. Ich höre, wie sie in der Tiefe rufen. Die Stimmen, die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein, sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Das war mir nicht aufgefallen.
Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen der alten Götter. Da. Ein Grab. Aber eigentlich sollen wir ja in diese Richtung. Welches Grab ist das richtige Grab? Ja, ich gehe mal in die Richtung. Oh, nö. Matsch. Basislager. Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Schon geil, ne? Absolute Präzision, absoluter Schaden. Das wird eine gute Waffe. Jetzt müsste ich halt nur vielleicht noch, ne? Feuerrate wäre auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Zum Glück habe ich richtig viel von dem ganzen Kram. Jetzt habe ich, glaube ich, nicht mehr viel. Vielleicht das noch? Was mache ich davon? Ja. Ist ja egal. Jacke wie Hose, ne? Links wie rechts. Geil. Okay, ich habe einiges jetzt hier gemacht. Das werde ich, vielleicht kann ich auch hier die Wicker Mark 2 verkaufen. Mal gleich gucken, ob ich die vielleicht später auch irgendeinem Händler geben kann. Wie viel habe ich nur einen? Na gut, dann suche ich nochmal irgendwas, was einen hat. Stellen Sie einen Logfile her. Ja. Können schneller schwimmen. Das vielleicht fallen. Ach, das ist mir auch egal. Ja, nee, es sieht so aus, als müsste ich Sachen nehmen, die ich eigentlich sonst nicht. Nicht nehmen würde. Das vielleicht. Ich weiß doch, wo das Herz der Tiere ist. Ich treffe es trotzdem nicht. Schneller schwimmen. Ja, gut, dann nehmen wir halt das Schwimmen. Aber danach will ich was mit 2 Punkten haben. Nie ist man zufrieden. Jetzt. Oh. Aber da könnte man hin. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir dann landen. Wusste ich's doch. Da war noch was. Jetzt tauchen. Ich laufe wahrscheinlich ein bisschen falsch, aber hier ist ja irgendwie alles richtig. Es gibt immer was zu entdecken, aber wie ihr gerade gesehen habt, waren die eigentlichen Ziele woanders. Das sehen wir ja hier, wenn ich drücke. Okay, so viel Spannendes war da gar nicht. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass da schon mal was hätte, was Ordentliches hätte mitnehmen können. Da kann ich auch nicht hoch. Gut. Dann eben hier lang. Trinity ist angespannt. Wenn ja. Sie hier sind, dann sind mal gucken, Sie vor uns. Habe ich denn hier noch Upgrades? Das heißt, genau, aber für die Handfeuerwaffe habe ich noch Upgrades. Der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Ja. Jetzt sind wir ganz. Habe ich irgendwas Neues an Outfits? Auch nicht Ausrüstung. Ja, die beiden Dinger kennen wir schon. Da ist nichts Neues mehr, leider für uns. Dann gucken wir mal auf der großen Karte, wo das nächste Abenteuer wartet. Also hier waren wir ja schon, ne? Bei den Gräbern. Und da hinten war dann hier dieser Tümpel. Irgendwie waren wir überall schon. Hier ist noch Wasserpflanzen. Ja, es wird wohl dann das werden müssen, ne?
Was? Wie? Auf welches Streaming? Ach, vom Spiel. Jetzt bin ich aber ein bisschen... Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Okay, werde ich mit den Leuten gleich sprechen. Aber weil es auf der anderen Seite ist und ich vorher erst noch mal hier reingucken will und wir eh nur noch 6 Minuten haben, kann ich das ja hier schnell machen. Bitteschön, Zwischensequenz. Geil. Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara! Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint. Bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Das macht er gerne, ne? Warten. Auf die Lara, auf die olle Lara warten. Schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. Achtung! Wow! Jetzt kommt endlich mal der Erfolg. Krieg ich da einen ganzen Punkt für? Nee, nur EP. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Töten. Gut, von dass hinten. Du da bist. Wir haben ein Problem. Mach sie von hinten, Lara! Generator schon wieder? Bin dabei. Ist Ihre Kinder? Ändere Ihre E-Mail-Passwörter. Genau, ins Wasser. Ja, das ist ein furchtbarer Tod im Wasser. Und das Genick noch. Oh Gott, das ist wirklich unfassbar brutal. Und das war ein Riesenfehler. Aber zum Glück bin ich ja perfekt. In allem. Und deswegen kann mich hier niemand... Guck, und schon bin ich weg. Das war Rambo 5. Featuring Lara Croft. Jetzt sind sie aufgewühlt. Jetzt wissen sie nicht, wo ist sie. Sie ist gefährlich, sie ist tödlich, sie will uns. Sie schnabuliert unten im Wasser einfach so Heilpflanzen. Das ist unfair. Geil. Und schon bin ich da. Sie werden
gar nicht wissen. Scheiße, ich kann nicht hoch. Wer sie erwischt. Okay, verstehe. Zieh's den Schwanz ein, wenn es schmutzig wird. Das klingt irgendwie zweideutig, so wie du das sagst. Wenn ich dich suchen muss, werde ich nur noch wütender. Shit, eine Viertelsekunde zu spät ins Wasser gegangen. Aber ganz nett zu sehen, wie es funktioniert. Durchs Holz ins Wasser gezogen. Tja, kannst dich beim Leveldesigner beschweren, dass der das so ermöglicht hat. Wo ist denn der Nächste? Da ist da noch einer. Ist das da oben einer? Nee, ich glaube, das ist... Doch, da ist er. Kann ich hier hoch? Nein, oh, okay, er kommt. Ja, ich weiß, die Regie macht mir hier schon Druck mit dem Timer. Ich komme ja gleich. Ja, gleich fertig. Oh mein Gott! Lara! Das habe ich jetzt aber nicht. Haben wir anders beigebracht. So haben wir dich nicht erzogen. Ein fairer Messerkampf ist von vorne. Nicht von hinten ins Ohr. Eieieiei, das gibt doch Krankheiten, Tinnitus und so. Da wird er doch nie wieder glücklich mit. So, wir machen den Generator an. Hoffentlich haben wir dann irgendwas erreicht. Und vielleicht können wir dann hier irgendwo auch speichern. Aber ich finde kein Feuer. Die Regie wird nervös, denn sie hätte gerne, dass ich jetzt aufhöre. Aber nein. Lara, bist du okay? Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey, Jonah, was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. Okay. Wir könnten jetzt schnell reisen, aber stattdessen haben wir ja hier auch gespeichert. Deswegen hören wir jetzt auf an dieser Stelle und beim nächsten Mal machen wir weiter. Wenn es heißt, Simon Kretschmar kennt keine Gnade und manipuliert die junge, kluge Frau Lara Croft zu Meuchelmorden. Das und vieles mehr wird passieren, wahrscheinlich schon. Wir werden außerdem auch das ein oder andere Grab enträubern. Und ich glaube, wir kommen hinter die tiefen psychologischen Probleme, die einen Lara Croft überhaupt erst möglich gemacht haben. Gleich meine ich irgendwann. Sehen wir uns wieder. Euch noch einen schönen Abend. Tschüss.